Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Jo, wir haben uns in Dürfurt umgesehen beim letzten Mal, haben ein paar interessante Quests und Aufträge gekriegt. Durch das Tor des Todes. Ach ja, das war das. Und das war ein Haus Hadred. Genau, hier sind wir ja. Biotmar zeigte mir, wo ich Gliban Rilak finde. Erwarte mich jedoch am Stand, zu den glaphantaischen Stämmen zu halten, die Ruine bewachen. Genau, das war das eine. Dann haben wir Nestei. Wir sollen für die Alchemistin hier in Dürfurt ein Ei besorgen, ein Würmei. Wir sollen... Achso, das war der Uge-Clan. Und die Klinge der endlosen Pfade. Das war in Odnur. Genau, wir haben Traum und Erinnerung. Ah, das war die trauernde Mutter. Die Not eines Bauern, da sollten wir den Oger töten. Und wir sollten die Tochter des einen Herrschers finden. Wobei ich immer noch glaube, dass der Lederer sie hier, der Gerber sie eingesperrt hat. Aber das werden wir ja rausfinden. Gut, wir verlassen Dürfurt am besten oben rum. Und gehen ins nächste Gebiet. Es gibt ja nur ein Gebiet, leider. Was mir so aufgefallen ist. Wenn ich nämlich, Übersichtskarte ist hier drüben, Entschuldigung. Wenn ich nämlich das hier so angucke. Also ich muss sagen, hier gab es schön viele Gebiete. Jenseits von Ketnua. Aber hier ist es irgendwie ein bisschen ebbig. Gut, es gibt die Feuerfällung. Wir wissen nicht, was westlich der Feuerfälle ist hier. Ich hoffe ja, dass da ein Küstengebiet ist, wo wir Sarganis vermissten Freund Vorfahren da finden können, den sie die ganze Zeit sucht. Aber jetzt geht es erstmal zur Dürfurt-Flusskreuzung. Sturmwallschlucht, da sind wir auch noch nicht fertig. Da müssen wir doch diese Ruine fertig säubern. Und ja, Zwillingsulmenbezirk hier, da gibt es noch... Das liegt noch vor uns. Das ist, glaube ich, aber auch erst der nächste Akt. Es gibt ja zwei Leute, die wegen denen wir nach Zwillingsulmen müssen. Einmal der Druide und dann auch Palegina. So, aber jetzt wollen wir erst einmal ins nächste Gebiet. Ich habe immer noch, obwohl wir hatten schon Level-Ups, wir wären eigentlich stark, jetzt glaube ich, stark genug für die Sturmwallschlucht. Und ich glaube, auf dem Rückweg nach Trutzbucht, wenn wir das vom Dürrwald abgeschlossen haben, werde ich wahrscheinlich nochmal die Kopfgeldjäger-Aufträge probieren. Da wir ja jetzt schon Level 9 haben, was ziemlich schnell ging, wenn ich überlege, dass wir vor ein paar, naja, okay, vor ein paar Folgen ist übertrieben, aber wir waren eine ganze Weile in Trutzbucht mit Level 6 unterwegs und jetzt sind wir auf einmal Level 9. Na, ist trotzdem gut. Ich frage mich eh, ob wir neue Kopfgeldjäger-Aufträge kriegen. Ein Bittsteller aus Dorf Dürfurt ist eingetroffen und untersucht. 850 Kupferpads oder eine Eskorte. Wenn ignoriert, minus 8 Prestige für 3 Tage. Geringe Reputation bei Dorf Dürfurt negativ. Auszahlen 850. Bittsteller geht. Eskorte. Kanna, du darfst mal eskortieren. So. Wie sieht's mit meinen Ausbauten aus? Weitlandpfade. Ein Tag, 5 Stunden. So. Wir machen das erst einmal systematisch. Das heißt, wir folgen der Straße, gucken, wo die überall hinführt. Weil meistens kann man danach gehen, dass die Straße... Waldkäfer... Steinkäfer, okay. Adrakäfer. Ein flankierter Adrakäfer, sehr schön. Oh, und Fenris sieht auch gerade nicht gut aus. Naja, Fenris ist ein bisschen arg gebunden. Geringe Ausdauer wiederherstellen. Das dürfte erstmal reichen. Oh, das war zu spät. Hier ballert Bale auf den Waldkäfer. Der fällt zum Glück sehr schnell.
So. Und noch den Steinkäfer weg, bitte. Gut. Das war ein bisschen komisch, mit in der Nacht hier rumzustreifen. Oh, hier sind Klippen. Naja, Klippen nicht ganz. Hier ist ein Fluss, den wir überqueren können. Let's go. Und hier sind noch mehr Käfer. Hat sie ihren maximalen Fokus erreicht? Gut, dann soll sie mal zaubern. Seelenentzündung. Ja. Sehr schön. Ja, das macht gar nicht mal, ist gar nicht mal so schlecht mit der, wie heißt sie, mit einem Medium in der Gruppe. Sehnenentzündung, geheime Schrecken, Puppenspieler. Attackkäfer. Okay. Versuch nochmal einen Puppenspieler auf den Attackkäfer. Jawohl. Das ist jetzt richtig toll. Wir haben kurzzeitig einen Attackkäfer in unseren Reihen. Oh, jetzt nicht mehr. Au. Okay, die sind gar nicht mal so ohne diese Attackkäfer. Edda, versuch den mal umzuhauen. Wenn sie weggeht, dann ja, kriegt sie genau Gelegenheitsangriffsschaden. So, Käferpanzer haben wir dafür jetzt im Lager. Sehr viele. Aber ich hätte auch erwartet, dass die Adra-Truppen. So, hier haben wir die Gebeine einer Statue, die wird... Ach, nicht noch mehr Käfer. Bist du auch wieder? Nein, du bist ein Steinkäfer. So, dankeschön. So, Käfer tot. Und es wird langsam Tag, sehr schön. Was haben wir hier? Du scheinst in den Ruinen, in der Ruine eines Schreins zu stehen. Vor dir liegt die brustbedeckte Überreste einer uralten Statue. Die Statue untersuchen. Nur die zerbrochenen Beine und Füße der Statue sind übrig. Lange Rillen neben ihr legen nahe, dass sie bewegt werden kann. Nahe des Fußes der Statue entdeckst du einen in den Stein geritzten Totenschädel. Mit Hammer und Meißel versuchen neben der Statue ein Loch zu schlagen, die Statue schieben. Nicht versuchen, den Sockel zu verschieben, den Totenschädel zu untersuchen. In den Stein wurde mit kompliziertem Relief ein Totenkopf mit geöffnetem Mund geritzt. Du siehst ihn genauer an und bemerkst zwischen seinen Kiefern ein verrostetes Schlüsselloch. Das Schloss knacken. Nach mehreren Versuchen kommst du zum Schluss, dass das Knacken des verrosteten Schlosses deine Fähigkeiten und die deiner Gefährten übersteigt. Okay, wir versuchen jetzt mal nicht da gewaltsam einzudringen mit Hammer und Meißel. Bin sicher, es gibt nur noch einen anderen Weg. Wo sind wir eigentlich gerade? Auf einer kleinen Insel. Okay. Dann erkunden wir erst die große das Festland da oben, wie ich schon sagen. Weiter. Da waren nämlich noch ein paar Käfer, die uns nerven könnten. Genau. Let's go. My mind feels sharpest. Es sind aber nur Steinkäfer größtenteils. Und ein anderer Käfer. Gut, was könnten wir denn Böses machen? Erforscht ihr Verstand, sie so viel Stärken raus. Schmerzblocker, lautloser Schrei. Nö, eine Sehnenentzündung auf den Adra-Käfer ist am besten. Au.
Au. Das war Ibotak. Itomak. Ich kann mir den Namen nie richtig merken. So. Okay. Wieder ein paar Dutzend Käfer auseinandergenommen. Pilgerkrone, sehr schön. Kann man nie genug von haben. Sure. Ein umgeknickter Baumstamm. Ich würde ja sagen, ich gehe erstmal hier oben weiter entlang und gucke mir dann das da unten an. Oh, Itomak. Du solltest nicht zurückbleiben. So, die beiden haben ein bisschen was wegstecken müssen. Haben aber trotzdem doch recht viel Gesundheit. Sehr schön. Oh, wie nett. Der Fluss wird aufgedeckt. So, und hier ist der Kartenübergang. Ah, ich habe gerade auf der Karte gesehen, was ich gerade überlegt hatte. Der Weg nach Zwillingsulmen ist hier. Durch die Sturmwallschlucht, da im überfluteten Gebiet. Ah, haben die Entwickler sich ganz toll ausgedacht, dass sie das ein bisschen geskriptet haben. Ah, nicht noch mehr Waldkäfer. Let's go. Ja. So, erst die kleineren weg. Du kannst mal wieder einen verbrennen. Am besten gleich den hier. So, gut. Und den markieren wir mal. So, genau. Keiner der Tiere ist diesmal gestorben, so wie es aussieht. Außer Itomak kriegt jetzt noch sein Fett weg. Aber nein. Sehr schön. Was habt ihr denn hier oben bewacht? Nur eine Beratsglocke, das war's auch schon. Gut. Zerbrochene Statuen. Mal sehen, ob wir herausfinden, was es mit der Statue auf sich hat. Oh, da liegt noch ein Panzer. Käferpanzer wurde im Lager abgelegt. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob die Natur diesen Baumstamm umgerissen hat oder ob es ein gewisser Troll war. Oh, Turmruinen. Mitsamt einem Lagerfeuer. Oh. Und Wölfen. Okay, Fenris Verwandtschaft. Die ist nicht ganz so heftig wie die Käfer. Was ein bisschen komisch ist schon fast. Die haben uns nämlich fast keinen Schaden gemacht oder sogar gar keinen, weil wir alles geblockt haben. Oh, da ist noch mehr vom Fenris Verwandtschaft. Oh, und ein Secret. Mehr oder weniger ein Secret. So, noch mehr Fell. Ja, noch mehr Fell. Da war übrigens noch ein Wolf. Da geht es noch weiter nach Dürfurt zurück. Ist das ein älterer Wolf? Ja. Der hat sich an dem Kampf gerade nicht beteiligt. Der gehört wahrscheinlich auch noch zu der Gruppe. Oh, er hat es geschafft, Fenris mit einem Umhauen umzuhauen. Oh, und noch ein älterer Wolf. Und der hat sogar Palegina gerade umgehauen. So. Schon cool, dass Palegina jetzt auch eine geringe Regeneration hat.
So. Okay, das heißt, es war zum Glück kein Oger, der den Baum umgerissen hat. Oder leider, dann müssten wir den jetzt nicht weiter suchen. Mhm.